Mittelalter. Ich erzähle euch die Lebensgeschichte von Eleonore von Aquitanien. Und ihr erinnert euch, Eleonore war mit ihrem Ehemann König Ludwig VII. Von Frankreich auf dem Kreuzzug. Und in dem Fürstentum Antiochia forderte sie plötzlich die Auflösung der Ehe mit dem französischen König. Nach der Rückkehr vom Kreuzzug 1152 wurde die Ehe auch tatsächlich annulliert. Und nur 2 Monate später heiratete Eleonore Heinrich Plantagenet, den Herzog der Normandie und Graf von Anjou. Warum so schnell? Nun, ganz einfach. Ohne Ehemann war Eleonore quasi rechtlos. Sie war freiwillig in Anführungszeichen. Und tatsächlich, allein auf der Reise von dem Konzil, das die Ehe auflöste, in ihrer Heimatstadt Poitiers gab es 2 Versuche, Eleonore gewaltsam zu einer Ehe zu zwingen. Sie brauchte also einen neuen Ehemann, der zu ihr passte und der ihr auch genehm war. Diesmal dauerte es dann 2 Jahre, bis Eleonore dann 1154 wieder Königin wurde, diesmal die Königin von England. Ja, und der englische Königshof, das war jetzt genau das Gegenteil von dem, was sie in Paris erlebt hatte. Hier gab es wieder kulturelle Bildung, Unterhaltung, Lebensfreude. Und ja, Eleonore selber, sie liebte übrigens auch die Spiele, sie liebte Würfelspiele. Sie spielte gerne Trick-Track, eine Variante des Backgammon. Ihr seht hier einen Spielstein aus dem 12. Jahrhundert. Und sie spielte Schach. Aber egal was sie spielte, immer um Geld. Und damit eckte sie natürlich schon wieder an. Und wieder entstanden böse Gerüchte. Denn Troubadour-Verse über die Liebesverhältnisse verheirateter adliger Damen, die wurden jetzt auf Eleonore übertragen. Man glaubte also, dass diese Dichtungen der Realität entsprechen. Aber das taten sie natürlich nicht. Durch die Heirat von Eleonore mit Heinrich II. Entstand das sogenannte Angevinische Reich. Das ist eine moderne Bezeichnung für die Besitztümer des Hauses Plantagenet von der Mitte des 12. bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts. Hier auf der Karte erkennbar sind das die Gebiete, die rot eingefärbt sind. Das Angevinische Reich umfasst also den Westen Frankreichs und das Königreich England. Nach ihrer Heirat erlebte Eleonore 13 Jahre lang praktisch eine permanente Schwangerschaft, denn in dieser Zeit brachte sie sage und schreibe 9 Kinder auf die Welt. Trotzdem hat sie 10 Jahre lang auch in Abwesenheit Heinrichs England regiert, denn Heinrich musste immer wieder auf das Festland, um dort seine Macht zu festigen oder auszubauen. Entgegen mancher Chronisten muss Eleonore doch eine sehr durchsetzungsstarke Regentin gewesen sein. Am englischen Hof entstand eine einzigartige, produktive literarische Kultur. Aber es gibt keinen Beleg dafür, dass Eleonore persönlich an dieser Entwicklung beteiligt war oder gar auch selbst Werke in Auftrag gegeben hat. Aber schon wieder verfolgten sie böse Gerüchte, denn angeblich hatte sie ein Verhältnis mit Bernard de Ventadorn, einem der berühmtesten Troubadours jener Zeit. Zwischen 1169 und 1172 regierte sie stellvertretend für Heinrich sogar ihr angestammtes Kernland Aquitanien, hier übrigens eines ihrer Siegel. Diese Episode ist deswegen wichtig, weil zu jener Zeit wieder eine neue Legende entstand, nämlich jene vom Liebeshof. In die Welt gesetzt hat sie ein gewisser Andreas Capellanus mit seinem Werk De Amore. Er beschreibt dort drin, dass es einen Kreis adliger Damen gegeben habe, um Eleonore herum, die per Brief oder auch bei realen Zusammenkünften Streitfragen der Liebe diskutiert hätten. Eleonore sei die Schiedsrichterin gewesen, die mit ihrem Urteil den Streit oder die Debatte beendet hat. Ob es das wirklich gegeben hat, ist nach wie vor umstritten. Der Medievist Joachim Bumke glaubt daran, dass es den Liebeshof tatsächlich gegeben hat, während der Eleonore-Biograf Ralph Turner eher davon ausgeht, dass Andreas Capellanus in seinem Werk auf ironische Art mit dem Konzept der höfischen Liebe und ihrer theoretischen Vertreter abgerechnet habe. Kommen wir zurück zur Realität. Was belegbar ist, ist, dass Heinrich und Eleonore sich zunehmend voneinander entfremdeten. Zum großen Bruch kam es dann 1173, als nämlich die 4 Söhne Heinrichs gegen ihren Vater rebellierten. Sie waren unzufrieden mit dem Plan der Erbteilung.
Eleonore stellte sich auf die Seite ihrer Söhne. Ja, sie befeuerte wohl die Revolution sogar. Und noch jemand war auf der Seite von Heinrichs Söhnen, nämlich kein geringerer als Eleonores Ex-Mann, der französische König Ludwig VII. König Heinrich II. Schaffte es nach einem Jahr, die Rebellion zu beenden. Eleonore wurde gefangen genommen und war die nächsten Jahre bis zum Tod Heinrichs 1189 seine Gefangene auf diversen Burgen und Schlössern. Wobei man sich die Gefangenschaft immer mehr als eine Art Hausarrest vorstellen sollte. Dort könnte sie auch diese Vase hier besessen haben, die sich heute im Louvre befindet. Eleonores politischer Einfluss war noch einmal gefordert 1192. Mittlerweile war ihr Sohn Richard, genannt Löwenherz, der englische König, und er wurde ja bekanntlich auf dem Rückweg vom Kreuzzug in der Nähe von Wien gefangen genommen. Wenn ihr die Geschichte noch nicht kennt, dann klickt auf das i, dazu gibt es ein Video auf meinem Kanal. Eleonore übernahm nun die Regentschaft in England und sie musste vor allem den Versuch von Richards Bruder Johann, genannt Johann Ohneland, abwehren, der nämlich seinen Bruder für tot erklären lassen wollte, um selbst König zu werden. Diese Geschichten werden so ein bisschen auch in der Legende von Robin Hood erzählt. Eleonore übernahm es auch, die gewaltige Lösegeldsumme von 100.000 Silbermark aufzubringen und sie reiste ganz persönlich nach Speyer, um mit dem deutschen Kaiser Heinrich VI. Die Modalitäten der Freilassung zu verhandeln. Nach diesen ereignisreichen Monaten zog sich Eleonore in das Kloster Fontevraud zurück, wo sie bis zu ihrem Tod leben sollte. Aber immer wieder musste sie in die Politik eingreifen. Denn nach Richards Tod 1199 wurde jener Johann Ohneland nun tatsächlich König. Und der scheint aber intellektuell nur mäßig begabt gewesen zu sein, sodass die Mutter Eleonore immer wieder in die aktive Politik eingreifen musste. Am 31. März oder 1. April 1204 starb sie im Alter von 80 Jahren. Ein gewaltiges Alter, das sie erreicht hat, denn die Lebenserwartung im Mittelalter, die lag natürlich wesentlich niedriger. Auch nach ihrem Tod setzten sich die bösen Gerüchte fort. Auch in Dichtungen wurde Eleonore unterstellt, sie sei sexuell maßlos gewesen und hätte unzählige außereheliche Affären gehabt. Alles davon wohl nur erfunden, es gibt keinen Beleg für dieses Verhalten. Aber es gibt umgekehrt auch keinen Beleg für die positive Legende, für die Königin der Troubadours. Sie hat sicher Literatur geliebt, sie hat das höfische Leben, die höfische Kultur geliebt, aber dass sie tatsächlich aktiv Dichter unterstützt habe, dafür gibt es keinen Nachweis. Aber sicher ist, Eleonore von Aquitanien war eine außergewöhnliche Frau, eine starke Frau, eine bedeutende Persönlichkeit des Mittelalters. Viele weitere Videos zur Geschichte, zur Literatur, zu Persönlichkeiten des Mittelalters findet ihr auf meinem Kanal. Am besten ihr abonniert ihn, um nichts mehr zu verpassen. Und ich freue mich auf euch.